Hey ihr Lieben, ich bin's euer, die Eva von Evas Backparty und heute habe ich mal wieder ein langersehendes Wunschrezept von euch. Und zwar haben sich schon letztes Jahr ganz viele eine Joghurtentorte gewünscht und jetzt war ja die ganze Zeit leider nicht Erdbeersaison, deswegen kommt die jetzt erst heute online und ich finde, das passt jetzt ganz gut, weil nicht nur Erdbeersaison ist, sondern es ist auch bald Muttertag, also ich finde es auch eine schöne Muttertagstorte, denn das ist auch ein No-Bake-Rezept, also auch für die Backanfänger leicht umzusetzen, weil da muss überhaupt nichts gebacken werden und sie schmeckt eben so richtig lecker nach Joghurette und hat Erdbeerstückchen mit drin und eben so eine schöne leichte Joghurtcreme. Für den Boden brauchen wir 20 Löffel Biscuits, 120 Gramm geschmolzene Butter und 100 Gramm Joghurette, das sind ungefähr 8 Riegel. Zuerst müssen die Löffel Biscuits zerkleinert werden und dazu fülle ich sie in so einen Beutel rein und zerschlage sie dann mit einem Nudelholz. Ihr könnt aber stattdessen auch einen Mixer verwenden. Das ist auch eine sehr gute Methode, um seine Nachbarn zu ärgern oder um seine Aggression zu bewältigen. Damit der Boden auch richtig lecker nach Joghurette schmeckt, zerkleinere ich die jetzt einfach noch in kleine Stückchen. Die zerkleinerten Joghurettenriegel gebt ihr dann einfach zu euren Löffelbiskuits hinzu und verrührt es dann mit der Butter. Dabei entsteht dann so ein schöner Bröselteig und den müssen wir jetzt so in den Boden andrücken. Und dazu verwende ich gleich meine Tortenplatte und stelle meinen Tortenring außenrum. Den habe ich auf 24 cm eingestellt. Statt einem Tortenring könnt ihr aber genauso gut auch einen Spring vom Rand verwenden. Und da fülle ich den Teig jetzt einfach ein und drücke ihn dann gut an. Damit ihr dann einen richtig schönen geraden Boden habt, könnt ihr wie ich so einen Fondantkletter verwenden und damit den Boden gut andrücken oder ihr verwendet einfach ein Glas mit einem geraden Boden. Oder einen Kartoffelstampfer, das hat mir auch schon mal eine Zuschauerin erzählt, dass es damit macht. Also da findet ihr immer irgendwas in eurer Küche. Zum Festwerden kommt der Boden jetzt in den Kühlschrank, dann wird nämlich die Butter wieder richtig schön fest und währenddessen können wir aber schon mal die Creme zubereiten. Wir brauchen 600 Gramm Joghurt mit 10%igem Fettanteil, 500 Gramm frische Erdbeeren, 200 ml kalte Schlagsahne, ein Päckchen gemahlene Gelatine oder andere Alternativen und 6 Esslöffel Wasser. Wenn ihr genauso wie ich Gelatine verwendet, dann müsst ihr die immer erstmal 10 Minuten im kalten Wasser einweichen. Falls ihr aber Agatine verwenden wollt, müsst ihr das dann in der Flüssigkeit 2 Minuten lang kochen lassen. Falls ihr keine gemahlenen verwendet, könnt ihr auch einfach 6 Blatt nehmen, das geht auch. Die Gelatine stelle dann auch erstmal 10 Minuten zur Seite, damit sie eben schön quellen kann. Aber währenddessen kann ich schon mal die Erdbeeren putzen und in kleine Würfel schneiden. Die Erdbeeren stelle dann auch noch mal ganz kurz zur Seite und wer mag, kann etwas frisch gepressten Orangensaft über die Erdbeeren geben, einfach so ein bisschen beträufeln, dann entfalten sie noch einen intensiveren Erdbeergeschmack. Die Gelatine muss jetzt noch aufgelöst werden und dazu habe ich mir hier einfach heißes Wasser in den Topf reingeschüttet und stelle meine Schüssel rein. Und da verrühre ich jetzt einfach so lange, bis es einfach eine schöne flüssige Masse ist. Sobald sie sich aufgelöst hat, nehmt ihr etwas von eurem Joghurt, so ungefähr einen Esslöffel, und verrührt es mit der Gelatine. Und dazu nehme ich sie jetzt auch aus dem Wasserbad wieder heraus, weil wir wollen ja jetzt die Temperaturverhältnisse angleichen, damit sie später nicht klumpt. Die Masse kommt dann zum Joghurt und muss dann gut untergerührt werden. Damit die Creme später richtig schön locker ist, schlagen wir jetzt noch die Sahne steif. Und da ist es immer ganz wichtig, dass die frisch aus dem Kühlschrank kommt, also richtig schön kalt ist, weil dann wird sie nicht krisselig.
die steif geschlagene Sahne und die Erdbeeren heben wir jetzt noch einfach unter die Joghurtmasse. An dieser Stelle könnt ihr die Creme jetzt probieren. Ich habe ja überhaupt keinen Einfachzucker hineingegeben, weil ich das ganz gerne mag, dass die Creme eher so ein bisschen frisch nach Erdbeeren und Joghurt schmeckt, weil der Boden ja schon relativ süß ist. Aber natürlich könnt ihr, wenn ihr mehr so die Süßen seid, da gerne noch ein bisschen Zucker mit reingeben. Die Creme kommt dann auf unseren erkalteten Boden und wird dann glatt gestrichen. Sobald die Creme richtig schön glatt verstrichen ist, kommt die Torte jetzt nochmal in den Kühlschrank, damit die Cremeschicht fest werden kann. Die Torte war jetzt eine gute Stunde lang im Kühlschrank und die Schicht ist jetzt deutlich fester geworden. Und jetzt können wir noch unsere leckere Joghurtten-Ganache vorbereiten. Und dazu erwärmt ihr einfach 100 Gramm Schlagsahne auf dem Herd, bis sie leichtes Dampfen anfängt. Und dann gebt ihr 200 Gramm zerkleinerte Joghurtte hinzu, bis sie sich einfach schön aufgelöst hat. Und dann verrührt ihr das zu einer homogenen Masse. Sobald die Ganache auf Raumtemperatur runtergekühlt ist, das dauert auch nur ein paar Minuten, können wir sie noch auf der Torte oben drauf verstreichen. Und dann hat man noch so einen richtig leckeren Joghurtengeschmack auf der Torte. Und da die jetzt noch relativ flüssig ist, brauche ich auch die Torte nur ein bisschen zu schütteln, dann verteilt sie sich von alleine. Danach kommt die Torte wieder in den Kühlschrank, bis die Ganache deutlich fester wird. Für die Deko zerkleinere ich noch ein paar Joghurtenriegel und zerteile noch die Erdbeeren, damit ich die dann noch schön oben drauf verteilen kann. Eure Deko könnt ihr dann nach Belieben auf eurer Torte verteilen. Wenn euch die Deko von eurer Torte gefällt, dann kann man noch den Tortenring abziehen. Und so sieht unsere fertige Joghurtentorte aus. Und sieht sie nicht fantastisch aus? Also ich freue mich schon, wenn wir sie gleich anschneiden können. Ja, und wenn ihr das komplette Rezept nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr einfach auf meiner Webseite evasbackparty.de vorbeischauen. Dann findet ihr nochmal das komplette Rezept und könnt euch dort auch ausdrucken. Ich hoffe natürlich, dass ihr dieses Rezept fleißig ausprobiert und mir dann Bilder auf Facebook und Instagram zuschickt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!